Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel Mediadorn. Mein Name ist Jonas. Ich studiere was mit Medien oder um es genau zu sagen, Medienmanagement in der Weltmetropole Mittweida. Im September startete mein Umzug von Berlin nach Mittweida. Und da will ich euch jetzt ein wenig mitnehmen. Hier seht ihr meine erste und noch komplett leere Wohnung. Aber kommt doch einfach mal mit. Hallo? Ist da wer? Ich habe dabei Weight Watchers angerufen, aber es hat keiner abgenommen. Schade. Spaß beiseite. Das ist meine kleine, aber feine Küche. Kühlschrank, Herdplatte, Küchenschrank. Nichts Besonderes, aber es reicht. Und auch das Bad ist, naja, also sieht aus wie ein Bad. Und dann ist da noch der Typ, der die Kamera hält. Dann hieß es mit dem ganzen Kram im Auto, Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf. Ach, ihr wisst schon. Dann war Zeit für eine kleine Mittagspause. Die durfte aber nicht allzu lang sein, weil abends sollte es erstmal wieder zurück nach Berlin gehen. Ich war tatsächlich sehr erstaunt, wie viel in unser kleines Auto reingepasst hat. Ein paar Tage später sollte der zweite und größere Umzug starten. Berlin, Mittweida. Sonntag, der 24.09.2017. Ein grünes Auto. Voll beladen mit der wichtigsten Fracht, die an diesem Tag für mich transportiert werden musste, machte sich auf dem Weg zu seiner spektakulären Mission. Es war keine einfache. Der Weg wird kein leichter sein. Er war so steinig und schwer, wie Autobahnen eben sind. Autobahnen. Ach ja. Ich nutze die Fahrzeit mal, um ein paar Worte über mich zu sagen. Warum studiere ich Medienmanagement? Ich weiß schon seit Ewigkeiten, dass ich was mit Medien studieren will. Der Weg zum Medienmanagement war aber nicht sehr geradlinig. In meiner Schulzeit durfte ich schon erste Erfahrungen im Radio und in einem Dokumentationssynchronstudio sammeln. Außerdem habe ich mit ein paar Mitschülern die erste und einzige Ausgabe unserer Schülerzeitung hergestellt. Nach der Schule war mein erster Plan, Schauspiel zu studieren, hauptsächlich um später Synchronsprecher zu werden. Da das aber doch sehr unrealistisch ist, habe ich kurz überlegt, Linguistik oder Journalismus zu studieren. Doch auch das ist es ja schlussendlich nicht geworden. Doch dann kam die Empfehlung für den Studiengang Medienmanagement. Und ich dachte mir, ja, das ist es. Eine Mischung aus technischem Wissen, Journalismus, Managementfähigkeiten und noch ein wenig Wirtschaft. Das wird mich später weiterbringen. Genug geplaudert. Da ist ja auch schon die Abfahrt nach Mittweida. Für die, die bisher auch noch nichts von dieser Weltmetropole gehört haben, hier ein paar Informationen. Mittweida ist eine Kleinstadt mit knapp 15.000 Einwohnern. Sie heißt sogar Hochschulstadt Mittweida, weil fast die Hälfte der Einwohner Studenten der Hochschule Mittweida sind. So wie auch ich. Mittweida liegt in Sachsen nur wenige Autominuten von Chemnitz entfernt. Aber auch Dresden und Leipzig sind in ca. einer Stunde zu erreichen. Jetzt heißt es wieder Treppe rauf, Treppe runter. Lassen wir das. Ihr wisst, was ich meine. Während sich das Zimmer langsam aber sicher füllt, kann ich euch noch ein paar Worte sagen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das Video schneide, wohne ich jetzt seit knapp 2 Monaten in Mittweida. So langsam hat das Studium begonnen und ich denke, es war die richtige Entscheidung. Ich habe viele tolle Kommilitonen kennengelernt und die ersten Hochschulprojekte gehen langsam aber sicher an den Start. Ich bin sehr gespannt, wie es die nächsten Jahre noch weitergeht. Damit neigt sich mein erster Vlog dem Ende zu. Während ihr sehen könnt, wie mein tolles IKEA-Bett aufgebaut wird. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Auf meiner Facebook-Seite Mediadorn veröffentliche gleichzeitig zum Video nochmal einen kleinen Text. Unten in der Videobeschreibung ist der Link, der noch etwas detaillierter erklärt, wie ich meinen Traum verfolge, später in den Medien zu arbeiten. Einige Stationen, sehr spannende Stationen, habe ich hier im ersten Video noch ausgelassen. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet oder euch eines meiner anderen Videos anschaut und vielleicht sogar einen Daumen oder Abo dalasst. Vielen lieben Dank und liebe Grüße, Jonas. Oder auch Mediadorn.